Herzlich willkommen zu meinem kleinen Drei-Fragezeichen-Talk. Es geht diesmal um diese drei Romane, die bei Rewe erschienen sind. Bei Rewe, Drei-Fragezeichen-Romane, was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Der Rewe-Markt, eine Einkaufsgruppe und Einkaufsläden haben eine Sonderaktion zusammen mit dem Kosmos Verlag gemacht. Hier, das ist sozusagen das Prospekt. Ganz grob gesagt, haben die exklusiv 9 Bücher vertrieben vom Kosmos Verlag. Und wenn man 40 Euro eingekauft hat oder für 40 Euro, konnte man ein Buch gratis erwerben. Das sind jetzt von den drei Fragezeichen, von den Klassikern, von dem, was ich lese. Ich mag ja die Erwachsenen sehr gerne. Beziehungsweise in dem Fall hat man noch andere Serien gehabt. Und zwar einerseits die drei Fragezeichen Kids, da gab es auch 3 Bücher, und von die drei Ausrufezeichen 3 Bücher. Das sind alles Geschichten, diese 9, die sind exklusiv nur bei Rewe erschienen. Und ich als großer drei Fragezeichen Fan von Anfang der 80er, der mit den allerersten Folgen aufgewachsen ist, hat sich gedacht, komm, jetzt mache ich da mal einen kleinen Talk drüber und erzähle so ein bisschen über diese wunderbaren Bücher, auch so ein bisschen, wie sie mir gefallen haben. Kurz gesagt, diese Aktion läuft noch bis zum 15. Dezember 2024, und man konnte die Bücher aber auch einzeln erwerben, kosteten dann 3,99 jeweils. Ja, ansonsten ist noch auf der Website ein kleines Gewinnspiel, was so ein bisschen wie so ein kleines Minispiel aufgebaut ist. Man konnte so eine Pinnwand durchforsten und musste herausfinden, als im Endeffekt Detektiv, was der Verbrecher eben halt anstellen wollte. Und man musste das verhindern natürlich. Aber das war nur so Informationssammeln. Und man konnte so Steckbriefe von den drei Fragezeichen und von den drei Ausrufezeichen, das sind 3 Mädchen. Ich habe aber noch nie ein Ausrufezeichenbuch gelesen. Das sind aber auch 3 Mädels, die auf Detektivjagd gehen. Und 3 Fragezeichen Kids sind sozusagen die jüngere Ausgabe von den klassischen 3 Fragezeichen, Justus, Peter und Bob. Bisschen mehr an Kinder gerichtet, obwohl, trotzdem sehr gute Geschichten. Bisschen modern, bisschen abgedreht manchmal, aber... Ja, ein Buch von den 3 Fragezeichen Kids habe ich noch nicht gelesen. Ich habe nur die Hörspiele gehört, die sind auch gar nicht so schlecht. Genau, also es gab diese 9 Bücher. Hier kann man auf der Seite sehen. 3 von den klassischen 3 Fragezeichen, 3 Fragezeichen Kids und 3 Ausrufezeichen Bücher. Genau, und ich habe jetzt die 3 Fragezeichen, die klassischen, habe ich mir besorgt. Wie gesagt, dadurch aber auch, weil sie exklusiv sind, die sind sonst nicht anderweitig erschienen, also in dem Sinne keine Cover-Variante oder in dem Sinne, das sind ja kleine Softcover-Bücher. Ihr könnt ja sehen, das Format ist so ein kleines Taschenbuchformat. Ich finde es übrigens sehr handlich und ich mag diese Art Buch gerne mehr von dieser Art, weil man kann es einfach lesen. Das macht auch einfach Spaß dabei. Wie gesagt, diese 3 Bücher sind erschienen. Alle 3 wurden geschrieben von Andreas Huch. Andreas Huch war mir vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so bekannt als Autor. Ich wusste nur, er war Illustrator, ist auch Grafiker und in dem Sinne ja jetzt auch Autor. Hat für die 3 Fragezeichen bereits schon einige Covers erstellt und ich musste ein bisschen gucken und ich habe sogar auch welche von ihm noch gefunden. Aktuell auf eins der neueren Hörspiele Drehbuch der Täuschung. Da hat er auch das Cover gemacht. Er benutzt so eine Mischung aus Zeichenstil und so ein bisschen computergemalten Stil. Also es ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, er hat hier bei Drehbuch der Täuschung, da soll es aber nicht drum gehen, das Hörspiel, und auch hier Netz der Lügen, davon hat er auch das Cover geschaffen. Ja, und das sind sozusagen die... das ist sozusagen seine Arbeit gewesen eigentlich. Er hat damit auch angefangen, bei den 3 Fragezeichen Covers zu machen. Aber dann hat er noch weiter eben halt schon, bevor die rausgekommen sind, Romane für die 3 Fragezeichen geschrieben. Genau gesagt, 2 Romane und 2 Kurzgeschichten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Er hat 2021 die 3 Fragezeichen und die Geisterfrau geschrieben. Übrigens, keins von seinen ist bisher als Hörspiel umgesetzt worden. Wird sicherlich aber noch kommen. Dann hat er den zweiten Roman und der schwarze Fluch, wurde 2024, also diesem Jahr, erst veröffentlicht.
Und zwischendurch hat er für 2023 und 2024, also in dem Sinne auch diesem Jahr, die Kurzgeschichten Die vergessene Villa und Die goldenen Kaiser geschrieben. Diese Kurzgeschichten sind erschienen in Sammelserien oder Sammelbänden, und zwar Und der seltsame Kalender 2023 und Der seltsame Kalender 2024. Ja. Ansonsten ist es sehr spannend, eben halt diese Bücher zu sehen. Und wir nehmen uns mal als erstes Rätsel des Flamingos. Rätsel des Flamingos ist, ich muss dazu sagen, jedes Buch ist um die 64 Seiten oder 60 Seiten lang. Ich habe jedes Buch in gut einer Stunde durchgelesen. Also in dem Sinne lässt sich das einfach lesen, ist aber auch gut geschrieben. Und ja, auch eine schöne Zeichnung. Ein Flamingo brennend, das ist natürlich auch schon spektakulär, mit so einem Totenkopf im Auge, richtig gut designt. Auch hier steht exklusive Rewe Sammler Edition, deswegen für Sammler gar nicht so schlecht. Worum geht es in Rätsel des Flamingos? Um Rätsel. Justus, Peter und Bob werden vom wohlhabenden Mr. Hillmore beauftragt, ein Rätsel zu lösen, das zu einem Schatz führen soll. Dieser Schatz wurde versteckt von einem verstorbenen Freund von Mr. Hillmore. Der hat ihn sozusagen, wenn er dieses Rätsel und noch folgende darauf folgende, sozusagen wie eine Schnitzeljagd zum Ziel führen. Ja, das Erbe eben halt. Dann bekommt er, oder wenn sie das Rätsel lösen, bekommt er nur das Erbe. In dem Sinne werden Justus, Peter und Bob zusammen mit Mr. Hillmore im Haus des Verstorbenen in der Bibliothek dort einige Tage Aufenthalt oder einen Tag Aufenthalt haben. Sie haben 24 Stunden Zeit, die Rätsel zu lösen. Ansonsten geht, wie die ganze Büchersammlung, ist ein Büchersammler von alten, antiquarischen und seltenen Büchern. Sind übrigens beide eben halt, Mr. Hillmore ist auch ein Sammler und sind zwar befreundet, aber auch Konkurrenten gewesen. Jedenfalls geht diese ganze Sammlung des Verstorbenen dann, wird einzeln verkauft. Und somit ist der Schatz, das Erbe, was dann diesem Mr. Hillmore zugedacht war, verloren, wenn er das Rätsel nicht in 24 Stunden löst. So, mit begeben sich Justus, Peter und Bob in die Bibliothek des Verstorbenen und versuchen dort herauszufinden, was es mit diesem seltsamen Rätseltext auf sich hat. Das ist schon spannend. Ich meine, ich überlege gerade, da haben wir doch mal, können wir doch den Rätseltext mal einfach kurz raussuchen. Da haben wir. Der Rätseltext lautet wie folgt, das erste Rätsel, vielleicht könnt ihr es auch lösen. Begleite den Flamingo auf seiner abenteuerlichen Reise. Folge seinem Flug und lass dich von ihm durch meine alte und geliebte Welt des Wissens führen. Sein Dasein überwindet Ozeane und entdeckt neues Land. Doch vorher war es lange Zeit verborgen und unsichtbar. Was sieht das unwissende Auge? Wenn es zurückblickt, das erste Ziel des Flamingos liegt dort, wo wir nicht existieren. So, das ist das Rätsel. Das müssen Justus, Peter und Bob als erstes lösen, weil das, wie gesagt, eine Schnitzeljagd zu weiteren Rätseln führt. Ja, und während sie dabei sind, entdecken sie, sie sind nicht die Einzigen, die nach diesem Schatz suchen. Also mir hat diese Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Sie ist spannend. Man muss ein bisschen miträtseln. Was mag es mit diesem Flamingo auf sich haben? Gut geschrieben sind übrigens alle Bücher. Hat einen sehr guten Stil, der sich flüssig liest und irgendwie auch weißer zu inszenieren. Grob gesagt kann ich sagen, dass es gibt einige Wendungen. Es ist aber nicht so, dass man jetzt gleich herausahnt, welche Wendung kommt. Und wer der Bösewicht ist. Es schält sich so ein bisschen heraus. Es ist einfach eine spannende Schnitzeljagd und so ist auch der Aufbau dieses Buches. Als zweites habe ich hier die drei Fragezeichen und die rasende Gier. Auch hier ein interessantes Bild, was auch ganz gut passt, weil es wird auch beschrieben, diese Szene im Buch. Hier sehen wir einen Radfahrer drauf, der mit seinem roten Hoodie bekleidet, schön die Kapuze ins Gesicht gezogen und wird von einem schwarzen Van verfolgt. Diese Szene hat der liebe Jeffrey, Peters Surfkumpel, erlebt und
war so geschockt danach, dass er sofort zu den drei Fragezeichen geradelt ist. Und er weiß nicht, warum er verfolgt wird. Er war eigentlich auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle. Er hat in einem neuen Supermarkt, hat er eben halt eine Verkaufsstelle angefangen und wollte abends, weil er hat so eine Nachtschicht, das ist so ein 24-Stunden-Supermarkt, wollte so schnell er konnte dahin und ist durch ein Villenviertel gefahren und plötzlich taucht dieser LKW auf und verfolgte ihn. Und er ist so schnell er konnte zu den drei Fragezeichen auf den Schrottplatz oder auf den Gebrauchtwaren, auf das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas gefahren, um eben halt Justus, Peter und Bob, um nicht nur Hilfe zu bitten, sondern auch einfach ihnen das zu erzählen, was da passiert ist, ein bisschen Unterschlupf zu gewähren, damit der LKW vielleicht verschwindet, damit er wieder zu seiner Arbeit kann. Ja. Und am nächsten Tag haben sie ausgemacht, wollen sie sich nochmal treffen und über das Geschehene unterhalten. Nach einiger Zeit verschwindet Jeffrey und möchte eben zu seiner Stelle im Supermarkt fahren. Und dann am nächsten Tag wundert sich Peter, dass er Jeffrey nicht erreichen kann. Justus, Peter und Bob nimmt damit ins Gepäck und sie fahren zum Supermarkt. Da stellen sie fest, er ist nie bei der Arbeit angekommen. Obwohl sein Rad vor der Tür steht, angeschlossen. Mithilfe der Sicherheitskameras und der lieben Filialleiterin können sie dann herausfinden oder können sogar auf Videoüberwachungsbilder sehen, dass er entführt wurde von zwei Männern oder zwei Personen mit einem schwarzen Van. Also ist an der Geschichte doch noch was dran, was Jeffrey denen erzählt hat, dass er eben halt irgendwas gesehen haben muss. Und jetzt überlegen die drei Fragezeichen, was hat er ihnen denn überhaupt erzählt? Ja, er ist durchs Villenviertel gefahren und hat da etwas beobachtet an einer Stelle, als er einen kleinen Fahrradpanne hatte, ihm war die Kette rausgerutscht und hat gesehen, wie zwei Männer und ein anderer, ebenfalls mit einem roten Hoodie, in einen Van steigen. Hat er was Falsches gesehen? Also machen sich die drei Fragezeichen auf die Suche, auf die Fährtensuche dort ins Villenviertel und entdecken, dort ist ein Millionärssohn entführt worden. Und jetzt auch Jeffrey. Beide tragen rote Hoodies. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, das versuchen die drei Fragezeichen rauszufinden und begeben sich damit wirklich in Gefahr. Das Buch ist wirklich spannend geschrieben. Wie gesagt, 64 Seiten oder 60 Seiten etwa hat das Buch. Ich habe es auch das in einer Stunde durchgelesen. Es liest sich sehr spannend. Es ist eine spannende Geschichte. Auch ein bisschen dramatisch, denn die möchten ihren Freund ja auch retten oder mehr Peters besten Kumpel neben den Justus, Peter und Bob. Und was ist da wirklich geschehen? Also es ist so ein bisschen interessant, eben halt, wie es rauskristallisiert wird. Worum geht es eigentlich? Warum wird entführt und das Lösegeldübergabe und keine Polizei einschalten, beziehungsweise die Polizei ist eingeschaltet und versucht eben halt das geheim zu halten und Justus, Peter und Bob sollen nicht ermitteln. Also das finde ich schon ganz gut gemacht und im Endeffekt finde ich auch diese Hilflosigkeit, die Justus, Peter und Bob so ein bisschen haben, weil sie überlegen, mischen wir uns weiter ein, mischen wir uns nicht ein, die Polizei ist schon dran, bringen wir nicht nur auch uns in Gefahr, sondern auch die anderen, wenn wir uns da einmischen. Aber die drei Fragezeichen wären nicht die drei Fragezeichen, wenn sie nicht versuchen würden, alles zu tun, das Rätsel, um diese Männer zu lösen. Das Einzige, was ich als Kritikpunkt für dieses Buch finde, ist, dass betont wird, dass Jeffrey einen roten Hoodie trug und auch der Entführte. Das wird danach aber nicht wirklich behandelt. Also das wird kurz angedeutet, dadurch, dass es vielleicht eine Verwechslung kam, dass der vielleicht auch entkommen ist, dass man den Falschen entführt hat oder so, aber darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Es wird ein bisschen komisch betont. Vielleicht war da mal vom Autoren etwas anders gedacht, ist aber nicht der Fall. Ja. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Buch zu lesen. Wie gesagt, kurz Unterhaltung ist das im Endeffekt durch diese 60 Seiten und die rasende Gier. Was hat es damit auf sich? Irgendwer ist doch gierig. Ja, die Entführer natürlich, wenn die ein hohes Lösegeld verlangen. Das ist sehr interessant. Ein bisschen zwielig, die Charaktere. Und es ist halt altmodische Detektivarbeit. Die drei Fragezeichen versuchen rauszufinden, was geschehen ist. Ja, das ist eben halt die drei Fragezeichen und die rasende Gier.
Der dritte Band, obwohl ich die Reihenfolge kenne ich eigentlich nicht, also ich sag mal einfach, es ist der dritte Band, ist die drei Fragezeichen und der Bärenkopf. Der Bärenkopf ist eine Felsformation und ihr seht das ja auf dem Bild. Das ist auch recht gut gezeichnet worden, ebenfalls vom Autoren Andreas Huch. Wir sehen, ja, es sieht nicht ganz nach einem Bär aus. Ich würde fast mehr sagen wie so ein Wolf. Aber, oder ein bisschen monströs, ein bisschen rötlich gehalten. Es wird auch so beschrieben, dass es ein bisschen unheimlich wird. Wirkt eben halt dieser Bärenkopf. Und dahin wollen Justus will Peter und Bob zu einem Ausflug, Zeltausflug überreden und eben halt diesen Bärenkopf besichtigen. Das Felsmassiv, wo sie jetzt hinfahren, das ist in einem Wäldchen. Und zwar in der Nähe einer alten Mine. Ich gucke gerade. Da habe ich nämlich gerade, und zwar am Red Rock Lake. Dort wollen sie hin. Also in dem Sinne auch baden gehen. Und diese Mine, die wurde teilweise auch Silber abgebaut, aber im Endeffekt wurde hauptsächlich Quecksilber dort gesucht. Dadurch können wir uns vorstellen, Quecksilber ist ein gefährliches Mineral, was man damals natürlich noch nicht so kannte wie heute, aber es ist giftig und somit ist auch der See war mal vergiftet, der dort in der Nähe ist. Die ganze Gegend hatte damit zu kämpfen, weil so eine Mine natürlich ausgewaschen wurde und all diese Sachen, die freigelegt wurden, ja, haben für eine giftige Atmosphäre gesorgt. Ja. Und Justus, Peter und Bob wollen nun diese Mine besuchen. Die ist verlassen, die ist auch abgesperrt zur Sicherheit. Und kaum sind sie da, taucht so ein merkwürdiger Mann auf, der sie verscheuchen will. Ja, der kommt einem eben halt unheimlich vor, vor allem, weil er überhaupt nichts zu sagen hat. Er ist weder einer der Bergrangers oder der Rangers dort vor Ort, die eigentlich für die Sicherheit sorgen oder beziehungsweise die Wälder beaufsichtigen. Also, naja, irgendwas stimmt da nicht, haben Justus, Peter und Bob schon im Gefühl. Und dann, ja, wie kann ich es anders sagen, machen sie ihren Zeltplatz in der Nähe, aufschlagen und wollen beobachten, ob der vielleicht irgendwas Seltsames vorhat. Auf jeden Fall die nächste Nacht, Nebel zieht auf und dann sehen sie seltsame Gestalten. Peter völlig ängstlich und denkt, sind das die Geister der verstorbenen und verschütteten Bergleute gewesen, die nun nachts herauskommen, um Rache zu üben? Ja, Peter wieder mal. Auf jeden Fall auch eine interessante und spannende Geschichte. Ein bisschen mit dem Punkt, wie die Umwelt geschädigt wurde in der Vergangenheit, welche Folgen das hat. Dass eben halt diese Vergiftungen ja ganz schlimm sind und die Natur auch stark belastet haben. Es wird nicht über Sinn und Unsinn dieser damaligen Bergbausache geredet. Es ist halt eine Tatsache und dass man mit diesen Tatsachen heutzutage auch leben muss. Aber eben halt, dass die Umwelt dadurch wirklich Schaden genommen hat. So ein klein wenig ein bisschen Belehrung, aber ganz klein wenig. Das spielt auch keine große Rolle. Ansonsten eine interessante Verzettelung von Umständen. Denn nee, das ist auch falsch gesagt. Das ist einfach eben halt eine Geschichte, wo sie die drei Fragezeichen auch beobachten und eigentlich mehr reinrutschen in diese Gefahr, das Geheimnis hinter diesem Bärenkopf birgt. Also eine spannende Geschichte, ein bisschen mit geisterhaften Sachen. Und ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr ausspielen können. Dieser Gruselfaktor hätte die Chance gehabt, noch ein bisschen mehr im Vordergrund zu rücken. Das ist so ein Element und dann verschwindet das auch schnell wieder. Es wird selten so richtig damit gespielt. Es wird immer nur einmal angedeutet und dann verschwindet es wieder und dann geht es in die normalen Sachen. Aber andererseits, bei 60 Seiten hat man auch nicht super viel Zeit, alles ausführlich zu erzählen. Aber es hat eine interessante Auflösung und ja, die eben ganz gut passt zu dieser ganzen Minengeschichte. Also es ist ein recht gut durchdachtes Buch. Das waren diese drei exklusiven, Rewe-exklusiven drei Fragezeichen Bücher. Durchweg möchte ich sagen, haben mir alle gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, sie laufen teilweise nach einem Schema ab. Es gibt nicht diese große Auflösung wie manchmal bei Justus, dass er am Ende das Rätsel komplett löst und sozusagen den Bösewicht überführt. Es ist ein bisschen mehr wie ein
fortlaufender Krimi, der am Ende dann die Bösen enthüllt und die dann, ja, Bösen werden natürlich überführt oder die Verbrecher, sagen wir es mal so rum, böse ist immer falsches ausgedrückt, also die Verbrecher werden entlarvt. Auch was alle drei gemeinsam haben, es ist schon recht gefährlich. Die Verbrecher, um die es geht, die sind diesmal ein bisschen skrupelloser und gefährlicher und die Dusty, Speed und Bob geraten schon in Todesgefahr. Das hat man nicht so oft. Nichtsdestotrotz sind alle drei spannend inszeniert und spannend erzählt, machen Laune zu lesen, durchweg gute Stunde, kann man sagen, habe ich pro Buch eben halt, wie erwähnt, gebraucht. Und ich kann sie nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, geht vorbei bei Rewe, kauft sie euch, bevor sie weg sind. Ich weiß nicht, ob sie danach noch anderweitig erscheinen. Als drei Fragezeichen-Fan ist es auf jeden Fall ein Muss. Und mir haben sie, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, es kommt mehr davon in dieser Art. Denn ich finde, es muss nicht immer das dicke, große Buch sein. Dieses hier ist etwa ein Drittel eines normalen Buches und das kann man immer ganz gut zwischendurch lesen. Und es ist die Möglichkeit, einerseits auch für Autoren, die noch nicht so bekannt sind, etwas schneller mal im Vordergrund zu kommen oder mal bekannter zu werden bei den Lesern. Und ja, so eine Aktion macht immer wieder Spaß. Ich weiß, dass bei McDonald's auch immer mit den drei Fragezeichen Kids öfter mal gearbeitet wurde, dass dort besondere Bücher kurz erschienen sind. Sowas Ähnliches ist jetzt, wie gesagt, einmal bei Rewe gewesen. Das ist sozusagen das erste Mal. Ich freue mich drüber, denn auch bei diesem die drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Und auch in dem Fall waren es drei wunderbare Fälle von Andreas Ruch. Und habt ihr sie auch gelesen? Besitzt ihr sie auch? Welches war euer Favorit? Denn ich muss zugeben, mein Favorit war die Rätsel des Flamingos. Dann kommt die rasende Gier und dann der Bärenkopf. Aber sie sind alle eng beieinander. Es ist nicht so ein starker Abfall. Also mir haben sie alle in dem Sinne gut gefallen. Aber das ist wirklich so die Reihenfolge, wie sie mir am besten gefallen haben. Ich mochte das mit dem Rätseln etwas lieber. Da war ein bisschen mehr Spannung drin. Und hier, das war so ein kleines, leicht gruseliges Abenteuer, sag ich mal so. Ja, also ich habe die drei Bücher gelesen. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr sie auch gelesen? Habt ihr sie auch in anderer Sammlung? Welches fandet ihr am besten? Und ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und das war dieser kurze 3-Fragezeichen-Talk.